Es ist die Rede von einem neuen Marshallplan. Gibt es damit neue Perspektiven und neue Chancen für afrikanische Länder? Also ein paar neue Perspektiven gibt es sicherlich, neue Chancen für die afrikanischen Länder gibt es sicherlich nicht. Es ist ja so, dass im Rahmen der G20-Präsidentschaft Deutschlands die Bundesregierung tatsächlich eben diesen Marshallplan lanciert hat. Und dieser Marshallplan heißt Neue Partnerschaft für Entwicklung, Frieden und Zukunft. Ich würde mal sagen, dass diese drei Schlagwörter, die da angegeben sind, völlig absurd sind, wenn man sich anguckt, was eigentlich tatsächlich in diesem Papier, diesem 33-seitigen Papier, was da auch veröffentlicht wurde, steht. Bundesminister Müller hat dazu kürzlich gesagt, es solle doch bitte schön nicht mehr nur diskutiert werden, wie man Flüchtlinge abwehren könne, sondern es solle ein Gesamtkonzept entwickelt werden. Und dieses Gesamtkonzept, was denn nun den Titel Marshallplan mit Afrika trägt, aber im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Deutschland ohne die Beteiligung der entsprechenden afrikanischen Staaten geschrieben wurde, stehen dann eben natürlich politische Maßnahmen aufgelistet, die am Ende, ich würde sagen, deutschen Kapitalfraktionen und auch der Ausweitung der politischen Macht der Bundesrepublik auf dem afrikanischen Kontinent dienen werden. Und um da nur mal ein Beispiel zu nennen, ein Punkt, der deutlich nach vorne gestellt werden soll in diesem Papier, ist, dass es fairer und freier Handel ausgebaut werden soll. Und ich würde sagen, für mich trifft immer mehr die Devise zu, Freihandel ist Freihandelsimperialismus. Freihandel dient immer dem Starken und schadet dem Schwachen. Und ein Beispiel ist dafür in der Vergangenheit, dass die Verhandlungen zum EPA-Freihandelsabkommen zwischen der EU und den ostafrikanischen Staaten, wo ganz klar die EU die Bedingungen diktiert hat, und wo zum Beispiel in Kenia Wirtschaftswissenschaftler damals errechnet haben, dass allein Kenia durch dieses Freihandelsabkommen hunderte Millionen Euro verlieren wird und dann die EU im Grunde Kenia erpresst hat, es doch zu unterschreiben, indem sie gesagt haben, na gut, wenn ihr das so nicht mitmachen wollt, dann werden wir die Schutzzölle auf Importe aus Kenia so weit hochschrauben, dass ihr am Ende gezwungen seid, es doch zu unterschreiben. Und bei allen Erfahrungen mit solchen Themen können wir eigentlich nichts anderes erwarten, als dass das sozusagen beim Marshallplan nicht anders laufen wird. Und um nochmal einen Satz dazu zu sagen, welche Interessen eigentlich von deutscher Seite dahinter stehen. Es wird sehr stark betont in diesem Papier, dass Afrika doch bitteschön in Zukunft als Chancenkontinent wahrgenommen werden solle. Und das ist eigentlich ein Begriff, der ziemlich eins zu eins abgeschrieben wurde aus Forderungspapieren vom Bund Deutscher Industrie und von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Also Chancen für wen? Ich meine, Chancen sind gut. Das ist nämlich jetzt der nächste Punkt. Es geht dabei einerseits um Chancen sozusagen für das deutsche Kapital, Exporte auf den afrikanischen Kontinent in Zukunft sicherer zu gestalten, jetzt mal aus der Sprache der Bundesregierung, auch durch zivil-militärische Zusammenarbeit abzusichern und aber auch ganz gezielt durch deutsche Steuergelder zu begleiten, nämlich zum Beispiel in der Form der sogenannten Hermes-Deckungen, also dass sozusagen deutsche Großunternehmen, deutsche Monopolkapitalien dadurch unterstützt werden, dass sie auf dem afrikanischen Kontinent investieren können. Und falls diese Investitionen dann nicht sozusagen, Dankeschön. Falls der Plan dann nicht aufgehen sollte, dass entsprechend auch Kapital akkumuliert werden kann damit, soll dann der deutsche Steuerzahler dafür bürgen und sozusagen diese Investitionen schützen. Gut, was bedeutet das denn für den G20-Gipfel? Also wird das Verhältnis zu Afrika auch auf der Tagesordnung stehen und ist da zu erwarten, dass sich da auch etwas für die afrikanischen Länder tut? Es wird auf der Tagesordnung stehen, dass sich da was für die afrikanischen Länder tut, das würde ich bezweifeln. Wobei ich vorab auch nochmal die Frage stellen würde, was heißt denn eigentlich die afrikanischen Länder? Weil natürlich auch wirtschaftliche und politische Eliten in Afrika teilweise selber ein Interesse an genau dieser Politik haben, weil sie auch davon profitieren. Aber natürlich nicht ein Großteil der afrikanischen Bevölkerung. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wenn man sich anguckt, wie die deutsche Bundesregierung ihre Afrikapolitik in Zukunft gestalten will und wie sie da sozusagen auch die Bedürfnisse der deutschen Unternehmen aufgreift, dann hat das ganz viel damit zu tun, dass man chinesischen Unternehmen das Wasser auf dem afrikanischen Kontinent abgraben will und auch, dass man seine eigene Position stärken will gegenüber der USA und teilweise auch gegenüber europäischen Staaten wie Frankreich. Das heißt, wir haben eine Situation, dass auf der einen Seite
man fast sagen kann, dass diese imperialistische Politik, die auch diskutiert wird auf dem G20-Gipfel, so eine Art Freimaurerbund gegen die afrikanischen Staaten bezeichnet werden könnte. Und auf der anderen Seite auch da sozusagen zwischen den Staaten, die auf dem G20-Gipfel diskutieren, unterschiedliche Interessen bestehen und im Zweifel Deutschland seine Politik gegenüber China so durchsetzen wird, dass es auch auf Kosten verschiedener afrikanischer Staaten dann gehen wird. Wenn wir uns jetzt ansehen, die Situation in Afrika, das ist Ihr Thema, und da sind dann auch die Vertreter, sind jetzt nicht hier dabei, aber bei anderen Gelegenheiten und reden über die Entwicklung. Denken die nicht automatisch in unseren herkömmlichen Bahnen mit Geld, mit Profit, mit Austausch, mit Tausch, mit internationalem Handel? Also was kann man dann da machen, um dieses Denken auch da zu verbreiten? So gesehen ist es natürlich wichtig, Denken zu verbreiten, insofern wir Gegenaufklärung machen müssen. Nur dann müssen wir natürlich auch nicht nur darüber reden, wie man besser denkt, sondern was eigentlich die konkreten Probleme sind, mit denen wir zu tun haben. Und da ist es natürlich wichtig, da gebe ich dir recht, dass wir uns auch jetzt schon darüber Gedanken machen, möglichst mit linken Kräften aus Afrika zusammen, wie eigentlich gesellschaftliche Reproduktion, wie Produktion nach Bedürfnissen und Fähigkeiten möglich sein kann. Aber wir müssen uns natürlich auch dessen bewusst sein, dass wir da noch Probleme haben, die dem entgegenstehen, und dass wir Herrschaftsinteressen haben, die dem entgegenstehen, und dass wir in einem System leben, das sozusagen genau das Gegenteil produziert. Also wir haben Besitzer an Produktionsmitteln, wir haben die entsprechenden politischen Mächte, die diese vertreten und verteidigen, und wir müssen uns darüber bewusst sein, dass wir diese mit bekämpfen müssen. Und das gilt natürlich auch für die Afrika-Politik. Ich denke, eine Sache, die wir hier machen können und müssen, ist immer wieder darauf hinweisen, dass de facto genau das Gegenteil an Politik gemacht wird. Darf ich ein Beispiel dazu sagen? Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was in Libyen passiert ist, als der Regime-Change gegen Gaddafi stattgefunden hat. Einer der Gründe, warum dieser Regime-Change stattgefunden hat, ist, dass Gaddafi versucht hat, sowas wie eine afrikanische Integration mehr herzustellen. Was ist passiert? Gaddafi ist umgebracht worden, es ist eine Bürgerkriegssituation in Libyen hergestellt worden, und es ist sozusagen nicht nur die Situation geschaffen worden, dass da jetzt verschiedenste Milizen für Europa die Flüchtlingsabwehr übernehmen, sondern es ist auch eben dieses Ziel der afrikanischen Integration unterwandert worden, und da müssen wir Aufklärungsarbeit leisten und sagen, es kann nicht sein, dass einerseits von Entwicklungszusammenarbeit die Rede ist, von Marshallplänen mit Afrika, und andererseits, wenn vor Ort Prozesse entstehen, sozusagen die mit Mitteln der imperialistischen Politik immer wieder kaputt gemacht werden. Ich habe jetzt eine Schwierigkeit dabei. Bisher sind Leute aus Europa nach Afrika gefahren, haben denen gesagt, wie es zu laufen hat. Und jetzt kommen Leute sehr wohlmeinend und sagen, ihr müsst das alles ganz anders machen. Also ist das wieder so eine Beglückung von außen, und wir sagen den Leuten mal, wie sie es dann von unten besser aufbauen, als sie es bisher hatten? Nein, natürlich gerade nicht. Ich glaube, dass das aber genau einer der Gründe dafür ist, dass die Bundesregierung ihre Begriffe ändert, aber nicht ihre Politik. Sie sprechen jetzt von Entwicklungszusammenarbeit, weil sie natürlich die Illusion schaffen wollen, dass jetzt sozusagen sowohl in den verschiedenen afrikanischen Ländern als auch hier die Entscheidung getroffen werden. Das ist aber nicht so. Wir hier sollten uns aber weder den Kopf der Bundesregierung zerbrechen, noch Pläne schmieden, wie jetzt die Entwicklung in Afrika zu erreichen sei, sondern was wir hier machen können, ist die Analyse, was eigentlich hier für eine Politik gemacht wird, die einer selbstbestimmten, eigenständigen Entwicklung entgegenstehen, und diese Politik dann zu bekämpfen. Und da muss man dann schon aber auch Ross und Reiter beim Namen nennen und sagen, es ist eine Politik, die auf wirtschaftlichen und auf politischen Machtinteressen beruht, und da müssen wir eingreifen und auch angreifen.